Hey Leute und willkommen endlich mal wieder zurück zu einer neuen Runde Kingdom Hearts 2 Finemix. Und nachdem wir jetzt fast schon alle Welten hier, die hier zur Verfügung stehen, durch haben, außer Twilight Town, das da oben gerade wieder in voller Pracht hervorragt, bleibt uns nur noch diese eine blöde Welt hier unten übrig, wo wir noch nicht reingegangen sind. Und das würde ich sagen, machen wir direkt mal. Nachdem wir den Einsatz geflogen sind, natürlich. So, für mich war es jetzt ein Monat Auszeit zwischen den Aufnahmen. Das war ein Monat Ferien. Für euch waren es, für die, die es verfolgen, ein paar Tage. Für die, die später schon gar keine Tage. Oder wie auch immer. Falcon Level 3. Wow, das ist fast so gut wie ein Highwind Level 7. Fast. Ja, also, wenn ich jetzt noch nicht ganz profimäßig sofort bin am Anfang, kann das natürlich sein durch die längere Pause jetzt, aber ich eigentlich bei Kingdom Hearts hatte ich da jetzt noch nie so Probleme. Denke ich zumindest. Ja, mit unserem wunderschönen, ja, bla bla bla. Highwind Level 7 kann ja fast nicht schief gehen. Geht dir alles direkt kaputt. Und mit direkt meine ich wirklich direkt. Wupp! Einmal drauf geschossen und schon erledigt. Das ist echt praktisch. Das muss man echt sagen. Also ich hatte da, wenn man bedenkt, dass das Profi ist, vor allem früher hatte ich da auf normal mehr Probleme. Aber ich glaube, ich hatte auch noch nie einen Highwind Level 7. Irgendwie war ich immer bei Level 3 oder 4 früher für mich Ende im Gelände. Da ist mit Level 7 schon deutlich einfacher. Mein Gott, komm her, danke. Au, au, au. Okay, man kann nicht jeden erwischen. Nicht dran klammern. Nicht festklammern, Jungkind. Da ich meine, die großen Dinger hier. Kein Problem. Schießt man das Ärmchen weg. Au! Und erledigt. Danke. Einfach nur kaputt gehen. Er wirft dir so viel Leben wieder ab. Dass alles wieder gut ist. So, was haben wir denn hier noch? Ein paar kleine. Die Raketen schießen. Mag keine Raketen schießen. Ne? Das Raketenschießen sollte mir vorbehalten bleiben. Komm, gib mir dein Item. Gib mir dein Item. Jawohl. Komm, komm, komm. Der Neid. Nö, der hat kein Item. Langweilig. Komm, die haben alle kein Item. Will ich nicht. Ich will nur die Großen. Die Big Bosses. Die Big Bosses. Oh, der sieht gut aus. Whoop. Nach Big Boss sieht er aus. Und das hätte er kurzzeitig sogar was drauf gehabt. Aber nur kurzzeitig. Komm. Der hat ein Item, der hat. Ich liebe es. War's das? Nee. Ui. Genau. Da kommt wieder der Dicke. Der muss sich irgendwie immer jedes Mal einmischen. Einfach ruhig stehen bleiben. Irgendwie trifft er gar nicht, wenn ich ruhig stehen bleibe. Zumindest nicht so viel, wie ich erwarten würde. Okay. Der Angriff ist jedes Mal böse. Komm, der muss. Der muss er besiegen können. Genug Feuerstärke. Oh, schade. Ich hasse es immer, wenn ich die großen Gegner nicht schaffe. Komm. Neues Level. Jawohl! Highwind Level 8. Ich meine, ich brauche das zwar jetzt, glaube ich, nirgendwo mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal brauche. Ich glaube nicht. Es kann sein, vielleicht noch ein, zweimal. Höchstens. Eventuell.
Aber ansonsten... Nee. Nee, sollte ziemlich das letzte Mal gewesen sein. Wir haben schätze 22%. Wahnsinn. Ein Hammer. Das geweihte Land. Vielleicht weiß man schon, um was für eine Welt es sich hier handelt. Es ist auf jeden Fall mein Lieblings-Disney-Film. Deswegen bin ich auch immer wieder gerne hier. Auch wenn die Steuerung hier ähnlich furchtbar ist wie in kaum einer Welt. Oh je. Wer kennt die Geschichte nicht? Es ist wohl eine der traurigsten Disney-Geschichten. Finde ich zumindest. Da könnte ich jedes Mal weinen. Das ist eine schöne Wolke. Ach ja. Simba und sein Vater. Wer das nicht kennt, der hat was verpasst. The Pride Land. Das geweihte Land. Oder Pride Lands. Mit dem großen S zum Schluss. Hey, check us out. This place is kind of creepy, though. Mm-hmm. Oh, Hyäne. Lustige Hyänen. Oh, I don't know, Sora. Well, I get the feeling they might live here. But my gosh, just passing through a river being in trouble. Yeah, that's right. Don't be silly. We love you to stick around for lunch. We didn't bring anything to eat. That's not gonna be a problem. Gosh, Sora. I think we're the lunch. Ich liebe ihn. Whoa! Going somewhere? Scar's got the worst timing. Just let him roar. Eh, we better go see what he wants. Sounds like he's grumpy enough already. Fine. Nicht mal zum Mittagessen kommt man hier. I don't know what that was about, but I'm glad it's over. Everything's harder on four legs. Gotta stop practicing. Well, I found a trick to it. Here, let me show you. So, das ist immer eine ganz... ein bisschen eine eigene Steuerung. Man hat erstens auf jeden Fall deutlich mehr Tempo. Man springt schön weit. Also es ist schon lustig, hier zu kämpfen. Er hat, also das Schlüsselschwert hat da schön im Mund drin. Haben wir eigentlich ein...
Neues Schwert? Ne, haben wir keins. Weiß nicht, was beim letzten Mal alles passiert ist noch. Bewege dich beim Blocken blitzschnell vorwärts, um dich einem entfernten Ziel zu nähern und dessen Abwehr zu durchbrechen. Okay, haben wir irgendwas zum Rausnehmen auch drinnen? Ich kann es leider nicht mehr so genau sagen, aber ich sehe jetzt auf Anhieb nichts, was ich da schnell wieder rausnehmen könnte. Okay, Löwenform, das sind ist jetzt eben die ganzen Angriffe, die jetzt hier in der Löwenform drin sind. Wie man sich vielleicht denken kann, kann ich, während wir jetzt in der Welt sind, keinen... Oh, Dickschädel. Keine Heldenform oder sowas einsetzen. Und ich glaube, die Limit-Attacken funktionieren mit... Also die mit Donald und Goofy funktionieren soweit auch nicht. So, Vita haben wir drinnen. Magnet können wir jetzt mal ausprobieren. Warte mal. Nehmen wir statt... Statt Eis? Probieren wir mal statt Eis. Setzt eh so selten ein. Damit man das auch mal sieht. So. Das wäre dann... Der hier kann ich dann mal im Kampf zeigen. So, und die Truhen sind diese kleinen orangenen Eier, Birnen, was auch immer. Finsterstein. So, direkt mal eine Karte von der Prärie finden. Ist die Steuerung von der Ansicht wirklich immer schon so herum gewesen? Kommt das gerade irgendwie alles ein bisschen spiegelverkehrt vor? Oh, heute ist alles neu. So, bevor wir in der Folge gar nichts mehr schaffen, mit denen brauchen wir gar nicht reden, wir gehen einfach weiter. Hier gibt es ja nichts viel zu sehen. Ich mag die Frisur, die er hat. Und die Halskette dazu. Are you thinking what I'm thinking? Ha, was? What do we do? Stay back. Mal schauen, wie gut man hier kämpfen kann in der Form. Da hat er schon... Klauen und alles und beißt nur in ein Schwert rein und schlägt. Ah, wie zu. Achso, Rodeo. Stimmt, damit kann man so wunderschön die anderen Gegner bekämpfen. Aber irgendwie kommt mir gerade die Kamerasteuerung sehr merkwürdig vor. Kann sein, dass ich in letzter Zeit zu viele andere Spiele gespielt habe. Definitely heartless. Thank you. You really saved me. We're just glad you're okay. Did you see any other heartless around here? Heartless? Is that what they're called? I'm not sure if there are any others. I don't usually hunt outside the Pride Lands. Pride Lands? Hey, do you know if a guy named Riku is there? Or some bad guys in black hoods? Or maybe this really big bully named Pete. Oh well, we might as well go take a look anyway. Wait, the Pride Lands are dangerous. Scar and the hyenas have made things unbearable for everyone. There's no food left. They've driven off the prey. We're about to starve. We can handle a little danger. You just saw us beat those heartless, didn't you? I guess you're right. You could be just what the kingdom needs. Maybe you can help us. You mean take on this Scar guy and all those hyenas? Scar? He took over when our last king, Mufasa, died. So you're saying this guy's your king? You want us to take down your king? Wait just a minute. We can't just go around knocking kings off their thrones. Then again, if they see that I'm stronger than their king, maybe they'll ask me to be their next king. Sora? I'd have to refuse, of course. Still, I'd like to see the Pride Lands, so you guys don't mind lending them a paw, do you? Uh-oh, there it goes again!
Dieser kleine Weibald. We're supposed to meet her at a place called Pride Rock. Pride Rock. Wundervoll, wundervoll. Doch, Gott sei Dank, wir können jetzt hier noch ein bisschen umschauen, weil hier sind nämlich ein Haufen Kisten versteckt. Oh, ein Abitamin. So, später gibt es hier, glaube ich, einen Turbo auch, den man... mit dem man dann schneller laufen kann als irgendeine Taste, aber ich glaube, die habe ich jetzt noch nicht. Hier sind nämlich verdammt viele Truhen. Ich bin schon immer ein bisschen gewundert, wieso hier auf einem Fleck so viele Truhen versteckt sind. Natürlich sind die blöden Soldaten hier alle nicht in irgendeine blöde Form hier gezwängt, in so eine Löwenform, die können ganz normal rumrennen. Ist klar. Aber ich? Nein, ich bin ein Löwe. Morgengrauenteil. Achso, das war Goofy. Ich dachte, da wäre was. Auf jeden Fall sind da eindeutig zu viele Herzlose. Erstmal. Aha, uff! Räumen, mein Gott. Also hier in der Welt ist die Drive-Leiste wirklich sinnlos, kann man sagen.